Familie Holst macht Ferien in Ratzeburg am See. Für die Kinder Annika und Timon bedeutet das neben Spiel und Spaß aber auch Lernen. Eine Woche lang jeden Tag 3 Stunden im Lernteam Feriencamp. Die Eltern finden die Kombination aus Ferien und Lernen optimal. Das war schon als Nachhilfe gedacht, dass es einfach leichter hat mit Lernen, dass sie überhaupt eine Idee hat, wie man lernt. Das ist für die nicht Lernen wie in der Schule, das ist komplett anders. Das ist nur konditioniert mit Spaß, mit Spiel, mit Freude. Die empfindet das nicht so wie in der Schule selbst, sondern freut sich richtig drauf, endlich ins Lernteam zu fahren. Annika besucht zum 5. Mal das Lernteam in den Ferien. Sie verbessert ihr Englisch und lernt, richtig zu lernen. Dabei läuft der Unterricht hier spielerisch ab. Heute freies Reden beim Werwolf-Spiel. I want to accuse Lena, because yesterday I heard some noises. Für Annika lohnt sich die Lernwoche. Man sieht es am Zeugnis, es ist viel besser geworden. Die Noten sind mehr als doppelt so gut. Und das merke ich auch richtig so. Im Unterricht kann viel besser mitmachen. Timon übt mit den jüngeren Kindern Mathe. Wichtig für ihn, immer wieder gibt es Pausen zum Toben und Spielen. Mir gefällt es bis jetzt so schon ziemlich gut. Vor allem die Freizeiten. Darum heißt Ferien bei den Holsts viel Freizeit und dabei noch was lernen. Davon profitiert die Familie das ganze Schuljahr. Wir brauchen uns da wirklich gar nicht mehr viel drum kümmern. Die Annika weiß, wie sie eigentlich zu lernen hat. Die hat das super organisiert. Und der Transfer ist ihr super gelungen, das direkt vom Lernteam dann in die Schule zu transferieren. Lernen in den Ferien. Ist das Mittel für ein stressfreies Schuljahr?